Wir haben versucht, auch diese Zeit zu nutzen, diese letzten Spiele auch nochmal aufzuarbeiten, auch gerade das Spiel bei Union Berlin, wo wir ja eigentlich ein herausragendes Spiel geliefert haben, aber eben ohne Punkte nach Hause gefahren sind. Das ging eigentlich, das war auch in den Spielen davor ähnlich. Ja, wir haben das versucht in der Videoanalyse zu erörtern, in den Gesprächen, dass wir weiter ja, daran glauben, ja, dass wir hart daran arbeiten, nicht in Schönheit zu sterben, sondern wissen, dass unser Spiel mit Toren abgerechnet wird und das zu versuchen mit aller Macht, die wir haben, auch auf den Platz zu bringen und zu belohnen. Ja. Hungrig nach diesen Punkten und diesen Siegen zu sein und nicht dem Verpassten in den letzten Spielen halt nachzutrauern. Und ich glaube, da war diese Pause auch ein gutes Mittel, das in aller Ruhe auch machen zu können.